Hallo und herzlich willkommen zurück an Bord. Heute sprechen wir über ein... Ich fange anders an. Während der Spiel Digital wurde mir immer wieder gesagt, ah Flo, du berichtest über so viele Spiele, das ist schön, aber wir würden gerne mal was über unbekanntere Spiele hören, die nicht jeder auf seiner Topliste hat. Und das kann ich total verstehen. Und wenn ich sage unbekanntere Spiele, dann hat das häufig so im Subtext dieses ist nicht so ein gutes Spiel. Dabei können ja auch unbekanntere, nicht entdeckte Spiele, die nicht so viel Brumborium, nicht so viele News bekommen haben, trotzdem super sein. Und heute spreche ich über so ein Spiel. Das Spiel heißt King of 12. Ich weiß nicht, warum das nicht so Feuer gefangen hat in den Nachrichten. Es war aber auf jeden Fall so. Das ist ein tolles, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es kategorisieren soll, ehrlich gesagt. Es ist ein Kartenspiel, ein Handmanagement-Spiel. Wir müssen unsere Karten clever ablegen, aber haben am Anfang der Runde, haben alle Spieler dieselben Voraussetzungen. Denn wir haben eine Hand voll von Karten, die bestimmte Fähigkeiten haben und die alle unseren Würfel, der vor uns liegt, beeinflussen. Es ist ein 12-seitiger Würfel, daher der Name King of 12. Und wir müssen am Ende jeder Runde den höchsten Würfel vor uns liegen haben, also den Würfel auf der höchsten Seite haben. Also eigentlich ganz, ganz simple Voraussetzungen und auch die ganzen Zutaten für ein sehr simples Spiel. Und es ist auch simpel, wenn man es erklärt. Man muss vielleicht so ein bisschen für Leute, die so eine Art Spiel noch nicht gespielt haben, und wenn ich sage, so eine Art Spiel, das ist ein ziemlich einzigartiges Spiel. Das einzige Spiel, was ich damit vergleiche, habe ich mir hier geholt. Es ist Libertalia, denn ich habe King of 12, sonst hätte ich schon längst in die Kamera gehalten. Leider nicht hier. Freue mich aber darauf, dass das irgendwann hoffentlich nochmal kommt. Vielleicht kann ich euch das dann auch nochmal mehr zeigen. Ich habe aber ein paar Bilder gemacht, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ganz kurz zurück zu Libertalia. Das war nämlich ähnlich. Das ist aber eher so ein 45, 60 Minuten Spiel. Wo wir auch eine Kartenhand haben mit ganz vielen verschiedenen Karten und uns Schätze aufteilen müssen als Piraten. Und jedes Mal spielen wir verdeckt eine Karte aus, also jeder Spieler macht das und dann machen wir 3, 2, 1 und jeder deckt seine Karte auf. Und die bedingen teilweise einander oder die schmeißen sich dann gegenseitig raus oder sowas. Und das ist ein sehr, sehr hochbedachtes Spiel. Ich habe in letzter Zeit gar nicht mehr so viel davon gehört, aber ich weiß, dass das sehr hoch gerankt ist von vielen Leuten. Und King of 12 geht eben den Weg, dass das Grundprinzip eigentlich sehr ähnlich ist, aber man kann das in 15, 20 Minuten spielen und nicht in 45, 60. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Und ich habe das schon mal erwähnt in einem Video in letzter Zeit. Das ist dieses Prinzip, ich denke, dass du denkst, dass du weißt, was ich denke, also mache ich was ganz anderes, als du erwartest, oder mach genau das, was du glaubst, was ich mache. Weil du dann doch nicht denkst, dass ich das mache. Ne, dieses bisschen umeinander rumtanzen im Geiste und dann probieren, den anderen auszubaldowern. So ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel im Kopf drin. Und das ist wirklich super, weil es gibt nicht viele Spiele, die das machen, und es gibt noch weniger Spiele, die das gut machen, weil das ist dann manchmal zu verkopft, und hier ist das relativ simpel. Ich springe mal gerade auf den PC, dann kann ich euch nämlich ein paar Fotos von dem Spiel zeigen. Das erste ist jetzt die Seite hier von Board Game Geek. Aber das ist ein ganz treffendes Foto, weil hier sind drei dieser Karten. Einmal der Golem, der Ritter und das Orakel. Und der Ritter ist schon eine meiner Lieblingskarten, denn, also es geht wie gesagt darum, ne, man muss den höchsten Würfelwurf vor sich haben in jeder Runde. Und der Ritter stellt das Ganze auf den Kopf. Ich hoffe, ihr könnt es lesen hier. Erster ist, wer den niedrigsten Würfelwurf hat. Also wenn wir diese Karte ausspielen, dann gewinnen wir, wenn wir den niedrigsten Würfelwurf vor uns liegen haben. Problem ist nur, bzw. das Prinzip am Spiel ist, sobald zwei Spieler die gleiche Karte ausspielen, kommen die beide raus. Und der Spieler, der noch Karten vor sich hat, also sollten mehrere Spieler gleiche Karten vor sich ausliegen haben, kommen die alle weg. Und der Spieler, der vielleicht noch eine Karte vor sich liegen hat, die wird dann aktiviert, die Fähigkeit findet statt. Kann aber natürlich auch sein, dass er damit total in die Tonne gegriffen hat, weil normalerweise rechnet man schon damit, dass mehrere Fähigkeiten stattfinden und man hofft vielleicht, dass seine Fähigkeit nach der anderen stattfindet oder sowas. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die da entstehen können. Das Spiel ist, das wollte ich euch auch noch gerade zeigen, hier auf der Übersichtsseite, ganz, ganz niedrig, mit einer ganz niedrigen Zahl, hier 1,67 von der Komplexität platziert. Und das kann ich total sehen, dass das wirklich nicht so schwierig ist. Da ist nicht schwierig reinzukommen, aber ein bisschen Komplexität und ein bisschen Finesse kommt eben dazu, wenn wir probieren, den anderen oder die anderen Spieler am Tisch zu durchschauen, was spielen die jetzt wohl? Was mit der, weiß nicht, der Würfelseite 10 oben, also wir haben gerade 10, was können die mit ihren Handkarten wohl am besten machen, damit sie gewinnen? Und was machen wir dagegen und was können wir mit unserer, weiß nicht, 8, die natürlich jetzt unter der 10 ist, machen mit unseren Handkarten? Und das Tollste an dem Spiel, finde ich, ist, dass man zwar von vornherein dieselben Ausgangspositionen hat, jeder Spieler, weil man startet eben mit derselben Kartenhand, aber je länger die Runde dauert, desto mehr ändert sich die Kartenhand ab. Und natürlich könnte man im Kopf behalten, oder vielleicht könnten Rain Man-Spieler unter uns im Kopf behalten, wer hat jetzt schon welche Karte gespielt, welche Karte wurde noch auf der Hand, oder ist noch auf der Hand. Und das kann ich
für mich sagen, bin ich nicht so gut drin. Ich kann vielleicht so eine Karte, die ich mir rausgesucht habe, die spiele ich zu einem ganz speziellen Zeitpunkt. Zum Beispiel eben hier die, der Ritter, glaube ich, ne, genau. Der das auf den Kopf stellt, dass man die niedrigste Nummer haben muss. Aber dann kann ich sehen, okay, keiner meiner Spieler hat die jetzt noch auf der Hand, aber bei den anderen Karten weiß ich es nicht mehr. Und es ist auch gut, wenn man das nicht unbedingt weiß, weil da ist natürlich ein kleiner Glücksfaktor dabei. Oder es ist nicht Glück, sondern man kann wirklich die anderen sehr, sehr gut einschätzen und voraussehen, was die anderen Spieler machen. Wir haben das Spiel zu dritt gespielt. Und dann sieht das auch auf dem Tisch sehr, sehr schön aus, finde ich. Das ist die Kartenart, die ihr habt. Das ist ein sehr eindeutiges, klares Artwork. Weiße Karten, der Charakter hier ist, wenn man das so sieht, ein bisschen leicht eklig, finde ich, aber schon mit Humor gezeichnet, finde ich. Also auf jeden Fall sehr eindeutig. Die Karten setzen sich sehr gut voneinander ab. Es ist immer so, der Würfel ist im Fokus. Und ich habe, glaube ich, erst in der dritten Runde verstanden, warum das Spiel King of 12 heißt, dass es hier 12-seitige Würfel einfach vor einem ist. Da habe ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Aber wenn man eben zu dritt spielt, spielt hier jeder eine Karte aus. Und dann wird geguckt, wie werden die Würfelseiten beeinflusst und dann, wer hat die höchste Würfelseite vor sich. Das findet ein paar Mal statt und wer dann am Ende von ein paar, ich glaube, es ist Best of Three, meine ich, die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt das Spiel. Wobei man nach jeder Zwischenrunde eine Karte permanent weglegen muss. Das heißt, dann ändern sich die Kartenhände auch schon ab. Sehr schön und ich finde, es wirkt sehr klar auf dem Tisch. Es braucht nicht viel Platz auf dem Tisch, man kann das an vielen Orten spielen. Wir haben es zu dritt gespielt, ich habe es noch nicht zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, ob das Spiel zu zweit so gut ist wie zu dritt, weil man eben zwei verschiedene oder dann bei vier, drei verschiedene Personen ausbaldobern muss. Was machen die jetzt wohl? Zu zweit mit der bedeutenden anderen Hälfte in eurer Beziehung kann ich mir das auch gut vorstellen. Das ist dann auch so ein bisschen dieses Mind-Spiel. Was machen wir jetzt? Was macht der andere jetzt? Aber ich glaube, zu dritt und zu viert ist besser. Aber wie gesagt, ich habe es nicht zu zweit gespielt. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es zu dritt und zu viert besser ist. Die Fähigkeiten auf den Karten sind sehr unterschiedlich und es gibt eine vorgeschlagene Startoption. Also Fähigkeiten, Karten, die man reinmischen sollte. Dass sie nicht mischen sollte, die man auf die Hand nehmen sollte, um dann einfach in das Spiel einzusteigen. Und dann gibt es noch andere Karten, die in der Box bleiben am Anfang, die man aber dann in fortgeschrittenen Spielrunden reinmischen kann. Und die habe ich mir auch mal angeguckt, die sind auch schon wirklich sehr unterschiedlich und da ist sehr viel Cleveres dabei. Das ist ein Spiel, was mich wirklich überrascht hat, weil Libertalia ist dann schon noch ein bisschen involvierter, muss man ein bisschen sehr, sehr viel mehr erklären. Vielleicht hat man auch nicht immer Zeit zu und es ist auch dadurch, dass die Spieler dann mehr Fähigkeiten oder mehr Runden haben, nochmal die Einstiegshürde, also ich habe es zum Beispiel mal probiert, absolut nicht Spielern beizubringen. Das kam ganz gut an, wobei ein Spieler überhaupt keine Lust hatte, das weiterzuspielen, weil er meinte, oh, das ist mir zu viel. Und das hier kann, glaube ich, ein cooler Einstieg daran sein, King of 12. Ein unbekannteres Spiel, was mir auf jeden Fall richtig gut gefallen hat, was ich auf jeden Fall in meine Sammlung aufnehmen werde, weil es sonst so eigentlich keine andere Option gibt. In dieser Zeit, mit diesen Mechanismen, mit dieser Interaktion oder dieses Nachdenken, was mache ich jetzt und wie probiere ich meinen Würfelwurf am besten zu manipulieren, diese Manipulation mit dem Karten ausspielen kombiniert, das ist echt witzig und echt neuartig und für mich auch noch echt innovativ. Klar gab es das schon mal, aber das auf diese Art und Weise zu verpacken, hat Designerin Rita Model wirklich, wirklich gut gemacht, finde ich. Bei Korax Games ist das erschienen. Wenn das sich nach was für euch anhört, dann schreibt gerne in die Kommentare, sowieso, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich noch was klarstellen soll, weil vielleicht kommt es nicht ganz so gut rüber, was genau dieser Clou daran ist. Ich denke, dass du denkst, was ich denke und sowas. Das ist ja nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, wenn man es nicht schon selber gespielt hat. Also wenn ihr Fragen habt, gerne mit runter in die Kommentare. Ansonsten schreibt auch gerne, ob sich das nach was für euch anhört oder ob ihr andere Beispiele kennt, Spiele, die das in sich tragen. Mir ist jetzt nur Libertalia eingefallen, wo es so wirklich komplett auf die 12 genau dieser Mechanismus ist. Ein paar andere Sachen, zum Beispiel Schottentotten habe ich auch noch in Erwägung gezogen, wo es auch manchmal so ist, wo du denkst, ah, spielt der jetzt das? Ich weiß eigentlich, wahrscheinlich hat er das. Aber hier ist es wirklich komplett das, fast zu 100% ist das Spiel. Und das ist gut so, das gefällt mir wirklich gut. Wenn ihr andere Vorschläge habt für Titel, die ihr jetzt auf der Spiel Digital oder in den Herbst- oder Winterneuheiten angekündigt gesehen habt, über die ihr berichtet sehen möchtet, andere unbekanntere Spiele, dann schreibt mir auch das gerne als E-Mail oder in den Kommentaren, freue ich mich drüber und ist auch für mich eine schöne Option zu sehen, was ist wirklich unbekanntere Spiele, was sind wirklich Spiele, die unter dem Radar geflogen sind, die wir gerne besprechen können hier auf diesem Kanal und was kennt ihr alle schon? Also ne, gerne unbekanntere Titel, die ihr abgedeckt sehen möchtet, auch in die Kommentare und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Video, ciao!